Sie sind ja so ein unermüdlicher Gesellschaftstheoretiker, ein Autor filmtheoretischer Schriften, Erzähler unzähliger Geschichten dann auch noch. Also um 2000 erschien ein zweibändiges, 2000 Seiten starkes Werk, Chronik der Gefühle. Mit welchem Thema oder Medium beschäftigen Sie sich denn zurzeit? Was sind denn so die nächsten Pläne überhaupt? In welcher Richtung? Sagen wir mal so, ich bin in erster Linie ein Buchautor. Ja? Ich schreibe Bücher. Also mein Film Dezember ist jetzt erschienen, zusammen mit Gerhard Richter habe ich das gemacht. Oder habe jetzt mit Anselm Kiefer ein ganz dickes Buch gemacht, mit 16 Geschichten, die ich für ihn gemacht habe. Ja? Oder das fünfte Buch, das ist ein dickes Buch. Und diese Bücher, das habe ich zeitlebens, als ich erwachsen bin, betrieben. Und dann mache ich außerdem noch Filme. Also Filmemacher und Autor. Parallel, gleichzeitig? Nein, immer getrennt. Also Film kann man muss man sich absolut konzentrieren. Da hat man Mitarbeiter, da kann man nicht plötzlich dann sich beiseite setzen und was hinschreiben. Aber umgekehrt, wenn ich sozusagen Bücher schreibe, dann kommt niemand an mich ran. So, und jetzt an beiden arbeite ich. Und da gibt es etwas, weil ich fand das sehr interessant, was Sie vorhin gesagt haben, was ist eigentlich in unserer Zeit notwendig. Und da ist außerdem Mut, heinischen Angriffsgeist, ist etwas Zweites notwendig, nämlich Gründlichkeit. Für allem gibt es kurze Mitteilungen. Anderthalb Minuten Interesse und dann kommt ein anderes. Auch YouTube ist voll von Substanz. Aber es ist alles gleichmäßig kurz. Und als Filmemacher kann ich Ihnen sagen, Minutenfilme habe ich immer gemacht, finde ich ganz wichtig. Ja. Der Augenblick, der will am Schopfen gegriffen werden. Aber gleichzeitig gibt es Gründlichkeit. Und da gibt es meinetwegen ein Projekt hier, das wir hier in Düsseldorf mit meiner Firma DCDB gemacht haben. Ja. Das ist zum Beispiel Früchte des Vertrauens. Das sind 10 Stunden über die Finanzkrise. Und die können Sie jetzt von allen Seiten sehen und nicht nur vom Tagesgeschäft her. Und das kann der Film. Das können Sie als Buch gar nicht so leicht nachmachen, weil kein Mensch würde so ein dickes Buch gerne lesen. Wenn es mit Bewegtbild ist und Musik dazu ist und verschiedenartig ist, dann gibt es also vollbesetzte Kinos. Das, was Sie mir eben gezeigt haben, sehen Sie mal dieses Eisenstein-Projekt, der tatsächlich 1929, mitten im Oktober, während der Schwarzen Freitag, hat der angefangen, das Projekt zu machen. Jetzt möchte ich mal das Kapital verfilmen. Und gleichzeitig wird James Joyce mein Autor sein. Und dann haben wir den eben die 9,5 Stunden, das sind ja viele Filme, gemacht. Und sehen Sie, so ein Film wird ganz täglich in Peking aufgeführt, in einer Universität. Die gucken 9,5 Stunden diesen Film an und anschließend unterhalten sich über Skype mit hier in Deutschland. Und heißt, Sie gehen da auch in die moderne Medienwelt. Absolut, und zwar seitlich von Hollywood. Da gibt es viel Platz. Und wenn Sie da sozusagen mal diese... Sie schrecken auch nicht zurück. Nein, und Sie werden eins merken, die sind schutzgeimpft gegen die Brutalitäten ihrer Kulturrevolution. Gleichzeitig aber finden Sie, irgendwas war da dran. An unserer eigenen selbstbewussten Revolution, die wir 49 gemacht haben. Wir möchten nicht alles ausverkaufen und nur noch sozusagen den Westen nachahmen. Und sehen Sie, darüber würde ich literarisch eine Geschichte schreiben, wie der Sohn eines Gouverneurs, der Selbstmord beging im Gefängnis, weil er Pensionsfonds reingelassen hat ins Land, als das Wirtschaftswunder anfing. Und dann gingen die weiter nach Indien und dann war das alles Ruin. Und der Sohn wurde Chef des Rechnungsprüfungsamtes für ganz China. Und jetzt schickt der, hat er einen Fonds errichtet und sagt, wir schicken jetzt unsere Professoren und unsere erfahrenen Finanzer und Marxisten
nach New York, damit die Kapitalisten dort erstmal richtig lernen, was Kapitalismus ist. Das ist nämlich gar nicht Kapitalismus, was die mit ihren Derivaten da alles machen. Das können sie literarisch sehr gut schreiben, das ist auch eine wahre Geschichte. Und dazu kann man dann aber etwas Gründliches machen von 9,5 Stunden und dort auf Interesse rechnen. Verstehen Sie? Und diese Seite, gründlich zu sein, die kommt zum Mut hinzu. Ja. Ja gut, jetzt leben wir aber schon in einer sehr beschleunigten Welt, in so einer, was heißt, medialen. Wie beim Schiff. Ich meine, auf der einen Seite muss man sich dem ja auch entziehen, um eben auch wieder gründlich sein zu können. Darauf einstellen, ja, und so weiter. Und wenn das Schiff ein bisschen zu schnell vor dem Sturm herzieht, ja, nicht, das ist auch gefährlich, ja, müssen Sie wissen. Darf ich noch mal geben? Ja, hier noch ein schönes Stichwort von Ihnen zum Thema natürliche Zeit und Übereilung. Ja. Und, Interview hier aus 2001. Erfahrung ist sehr langsam, sie ist bäuerlich. Jeder hat so einen Bauern in sich, den behält er lebenslänglich und er ackert auf den Feldern der Erfahrung. Dessen Zeiten muss ich respektieren. Ja. Also Ihr Wort. Ja. Erinnern Sie sich? Ja, das ist mein Glaube. Ja. Verstehen Sie? Und es ist doch wahr, dass wir Vorfahren haben, was sollen die anders gewesen sein? Ja. Aber wir sind im digitalen Zeitalter, das Diktat der digitalen Medien. Dann gilt das genauso. Dann gilt das genauso. Und ich meine, ich bin leidenschaftlicher Städter, hat uns gesagt. Ja, aber ich habe einen Bauern in mir. Und wenn ich an meinen Vater denke, ja, der war Arzt, ja, also das ist ein städtischer Beruf, ja, aber ein Bauer ist in ihm. Und so sind ja in uns viele Kräfte. Ja, und manche brauchen in einer Welt der Beschleunigung Ruhe. Ja, unerschütterliche Ruhe. Im Moment sich daneben stellen, ja, und das ist Aufmerksamkeit. Und dafür sind die ganzen Künste da, dass es sowas gibt. Weiteres Stichwort, auch hier in diesem Interview mit dem Herrn Karl. Sie bezeichnen Asterix als Partisan, als parteilichen Menschen, der mit den Dorfbewohnern in einem Vertrauensverhältnis steht. Ja. Die Gallier lassen sich von den Römern bzw. den großen globalisierten Companies ihre Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit nicht nehmen. Stehen Sie dazu? Ne? Na, absolut. So? Ja? Ich habe jetzt gerade einen Film gemacht mit Helge Schneider, nee, der ganz so weit weg hier wohnt. Der heißt... Schneider heißt Helge Schneider. Helge Schneider. Ja. Und er spielt hier einen Oberstudiendirektor aus Mülheim. Ja? Und der ist Vorsitzender des Varus-Vereins. Ja? Und als solcher Vorsitzender sagt er, wenn der Varus die Schlacht im Teutoburger Wald gewonnen hätte, wäre ein zivilisiertes Land geworden. Das erzählt er dann. Ja? Das ist eine Perspektive, die interessant und sehr düsseldorfisch ist. Denn hier, Heine war kein Nationalist. Ja? Der hätte es gut gefunden, ja? Wenn hier so ein bisschen mehr Latein ins Land gegangen wäre. Ja? Schön. Ja? Schön. Ja? Schön. Ja? Schön. Ja? 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 Ja?